Viele Erfinder haben geniale Alternativen zu fossil betriebenen Motoren entwickelt. Aber warum lassen solche revolutionären Erfindungen so lange auf sich warten? Vielleicht ist der Fall von Stanley Allen Meyer eines der besten Beispiele dafür, was passiert, wenn eine Erfindung, die nicht in das System passt, veröffentlicht wird. In den Nachrichten eines örtlichen TV-Senders aus Ohio, USA, zeigte Meyer ein Fahrzeug, das in der Lage war, sich nur mit Wasser fortzubewegen. Das heißt, es brauchte kein Benzin oder irgendeine andere komplexe Quelle außer einfaches Leitungswasser. Stanley Meyer ließ sich 42 Erfindungen patentieren und arbeitete für die NASA an der Entwicklung des Gemini-Projekts. Die Entwicklung des Wassermotors begann 1975, kurz nach der Ölkrise. Laut Meyer war es notwendig, eine alternative Kraftstoffquelle zu schaffen und dies schnell zu tun. Um Energie zu erzeugen, erfand er eine Wasserbrennstoffzelle. Dabei wurde dem Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff entzogen und dann durch eine Reaktion mit Sauerstoff entzündet, wodurch wiederum Wassermoleküle entstanden. Dieses System war so konzipiert, dass das aus dem Auspuff austretende Wasser wiederverwendet werden konnte und somit nicht ständig nachgefüllt werden musste. Meyer demonstrierte seine Erfindung vor einer wissenschaftlichen Kommission. Sie bestand aus Professor Michael Lowton, Dekan des Fachbereichs der Ingenieurwissenschaften an der Queen Mary Universität in London, Admiral Sir Anthony Griffin, einem ehemaligen Kontrolleur der britischen Marine, und dem britischen Chemiker Dr. Keith Henley. Nachdem Professor Lowton Meyers Arbeit überprüfte, erklärte er: Dies ist eine der wichtigsten Erfindungen des Jahrhunderts. Mit seiner wachsenden Popularität zog Meyer Investoren, aber auch juristische Probleme an. 1998 verstarb Meyer mit 57 Jahren unter mysteriösen Umständen. Zuvor hatte er sich mit zwei belgischen Investoren in einem Restaurant getroffen. Sein Bruder Stephen Meyer erinnerte sich, was in dieser tragischen Nacht geschah. Stanley nahm einen Schluck Cranberry-Saft und sofort legte eine Hand auf seinen Hals, rannte zur Tür hinaus, fiel auf die Knie und gebrach sich heftig. Ich rannte nach draußen und fragte, was los sei. Stanleys Antwort war unverblümt: Ich wurde vergiftet. Offiziell soll Meyer an einem Hirnaneurysma gestorben sein. Jedoch glauben viele Leute, dass er ermordet wurde, weil er durch seine Erfindung den Weg für freie Energie massiv geebnet hätte. Kurze Zeit danach meldete sein Bruder den Diebstahl seines mit Wasserstoffzellen entwickelten Fahrzeugs. Und damit war das Projekt beendet, das zur Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen hätte führen können. Erst heute, 20 Jahre später, gibt es viele Systeme auf dem Markt, die basierend auf Meyers Forschungen entwickelt worden sind. Aber die Arbeiten an der Wasserbrennstoffzelle wurden nie abgeschlossen, weil Stanley Meyer einige wichtige Elemente seiner Arbeit mit ins Grab nahm.